Krieg in der Ukraine und trotzdem feiern die Menschen dort, als hätten sie ein ganz normales Leben. Ich habe exklusive Videoaufnahmen aus Odessa von Montag, dem 24.06., also ganz frisch, wo es den Raketenangriff gegeben hat. Und wir starten doch direkt am besten mal rein. Es wurde, so berichtet, mit zwei Raketen bzw. Marschflugkörpern ein Lebensmittellager im Hafen von Odessa getroffen. Und jetzt zeige ich euch mal, was die Bevölkerung so macht, währenddem die Stadt beschossen wird. Habt ihr das gesehen? Sie machen einfach weiter. Sie führen ihren Alltag, als gäbe es diesen Krieg fast gar nicht. Sie wollen sich davon nicht unterkriegen lassen. Und das ist es auch, was sie schon so lange widerstehen lässt, diesem Aggressor aus Russland. Und da kann man immer nur noch mal sagen, Hut ab. Aber eins ist vor allem wichtig, wir müssen diese Debatte über die Ukrainer bei uns endlich mal sachlich führen. Und es gibt jetzt hier auch einen Deutschen, der die Biergärten gefunden hat, aber ich zeige euch hier mal noch ein anderes tanzendes Mädchen. Und das in Odessa, in der Ukraine, wo Krieg herrscht. Man kann sich ja eigentlich freuen, wenn man diese Bilder sieht. Und jetzt gibt es hier einen Deutschen, der die vollen Biergärten gefunden hat. Es ist Roman Topp. Ich grüße dich, Roman, wo auch immer du gerade steckst. Ich habe ihn mal kennengelernt, 2013, 2014. Da war er noch in Deutschland. Er ist ja inzwischen Wahl-Südamerikaner geworden. Er ist hier ausgewandert, wie Corona losging. Und er bereut es keinen Tag. Und schauen wir doch mal, was er hier uns zu berichten hat. Auch hier wieder. Da ist nicht ein freier Platz. Seht ihr das? Alles voll. Ja, doch, einer. Der war verdeckt. Ich zeig's. Ich zeige es, wie es hier gerade ausschaut. Ich will das ja nicht mal werten, ne? Es sieht aus wie eine ganz normale Stadt und es ist am Ende auch eine ganz normale Stadt. Die Denkmäler sind eingepackt in Sandsäcke und es gibt hier Angriffe auf die Infrastruktur, aber ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung findet hier nicht statt. Jetzt ist er natürlich noch zum Strand gegangen und hat eine Beachparty gefunden und die Aufnahmen sind von Montag 14 Uhr. Also ungefähr alles, was ich euch hier in dem Video zeige, ist von Montag 14 Uhr. Wenn ihr manches ohne Ton gesehen habt, dann bestimmt, weil YouTube das wegen dem Urheberrecht so haben wollte. Kann aber auch sein, dass es durchgeht. Wir werden es am Ende erfahren. Jetzt sind wir hier mal am Beach in Odessa. Also ich glaube, die Stelle hier nehme ich als neues Titelbild auf. Und das, was ihr da jetzt sehen könnt, das ist der Ibiza Beach Club von Odessa. Und ich kann euch nochmal das Mädchen von am Anfang zeigen. Da gibt es auch ein Video, wie sie im Beach Club in Odessa war am Montag. Schauen wir da auch nochmal kurz rein. Und jetzt müssen wir das Ganze aber bitte auch richtig einordnen. Ihr wisst, ich bin dafür, dass die Ukraine ihr Staatsgebiet verteidigt und am besten auch wieder in ihren ursprünglichen Grenzen zurückerlangt. Ich halte es allerdings auch für unrealistisch, dass wir das mit den aktuellen Vorhaben und Mitteln überhaupt erreichen können. Ich will nicht absprechen, dass dort ein fürchterlicher Krieg herrscht, bei dem Menschen auf beiden Seiten sterben und vielleicht auch Kriegsverbrechen von beiden Seiten begangen werden. Das ist im Krieg ganz normal. Es ist eben Krieg, ja. Aber wenn in so vielen Teilen der Ukraine hier das Zivilleben ganz normal stattfindet, so stattfindet, dass man auch Freizeitaktivitäten hat, dann ist die Frage ganz vorneweg zu klären,
Wir haben die Ukrainer aufgenommen und haben mit ihnen den Rechtskreiswechsel gemacht, um sie im Bürgergeld unterzubekommen. Sie sagten immer, das wäre eine Vereinfachung des Prozederes gewesen. Ja, ja, weil wenn man eine Asylprüfung gemacht hätte bei den Ukrainern, wäre man ja am Ende zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht vor Tod und Verfolgung fliehen aus der Ukraine, sondern vorrangig vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen oder zumindest aus Angst. Allerdings gibt es in der Ukraine so viele befriedete Gebiete, wo so gut wie keine Kampfhandlungen stattfinden, dass ein Asylgrund aufgrund von Flucht vor Krieg und Verfolgung hier gar nicht gegeben wäre. Um das im Vorhinein abzuräumen, hat man sie ins Bürgergeld geschoben. Dagegen hätte ich nur eine Sache einzuwenden. Ihr müsst sie zur Arbeit zwingen. Wenn jemand aus einem Land, in dem man nicht verfolgt wird, wenn man nicht am Krieg teilnimmt, ihr könnt euch diese Videos auch gerne länger anschauen, da sieht man zum Beispiel, dass dort auch junge Männer im wehrfähigen Alter auf den Straßen umherlaufen. Ich kenne auch die Videos, wo Männer im wehrfähigen Alter einkassiert werden. Das bestätigen auch Reporter von Axel Springer. Aber dass das Einzelfälle sind und dass es sich da vor allem um teilweise fahnenflüchtige Soldaten handelt. Allerdings ist es nicht so, dass in Massen auf allen Straßen jeder, der noch da ist, einkassiert wird. Das sieht man auf diesen Videos von Odessa ganz deutlich. Und das Interessante an der Sache ist ja, sie kommen hierher, weil sie flüchten aus der Ukraine. Ich kann das noch nachvollziehen von deren Gedanken. Und wir lassen es hier zu, dass sie dann Bürgergeld kriegen, anstatt zu sagen, sie müssen arbeiten. Das ist unser Problem am Ende. Dänemark macht vor, wie das anders geht zum Beispiel. Da arbeiten fast alle Ukrainer. Und ich bin da ganz klar der Auffassung, schickt sie zurück oder sie sollen arbeiten. Das gilt allerdings auch für viele andere, die zu uns kommen. Es kommen ja immer noch Leute aus Syrien zu uns und in Syrien ist der Großteil des Landes nicht mehr im Kriegszustand. Und ob da jeder verfolgt wird, der nicht gedient hat bei der Armee von Assad, wenn er zurückgeschickt wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber diese ganzen Kriegshandlungen, die sind ja da gar nicht mehr vorhanden, sondern die Kriegshandlungen haben wir im Moment in Gaza und Frau Baerbock plant dieses Aufnahmeprogramm für Palästinenser, wo man von Anfang an sagen muss, nee Leute, das können wir gar nicht machen. Also das geht gar nicht. Wir haben jetzt schon tausende Palästinenser in Berlin, die offiziell staatenlos sind. Wir können keine Menschen aufnehmen, die keine Heimat haben. Denn dann ist eine Rückführung ausgeschlossen. Das heißt, jeder hat dann eine Bleibeperspektive und das geht nicht. Wir sind ein Rechtsstaat. Im Rechtsstaat. Der allerdings von manchen ausgehebelt wird. Frau von der Leyen war das beste Beispiel mit ihrem Eilantrag in Brüssel. Wird einfach nicht entschieden. Feierabend. So läuft das hier. Und auch hier, nochmal, es ist ein fürchterlicher Krieg in der Ukraine. Da sterben Menschen. Allerdings, wenn die Ukraine gewinnen soll, dann müssen die Ukrainer, die arbeiten können, auch arbeiten. Wenn sie hierher kommen, weil sie an dem Krieg nicht teilhaben wollen, kann ich das verstehen. Wenn sie sagen, ist nicht ihr Krieg, dann müssen sie aber hier für sich selber sorgen. Wenn sie das nicht wollen, schicken wir sie einfach zurück. Und das mit allen anderen genauso machen. Genauso machen. Ja? Ich bin ja mal gespannt, wie viele Russen jetzt hier Asyl beantragen, weil sie vor dem Kriegsdienst von Putin flüchten und ob man dazu mal offizielle Zahlen bekommt, ob die Bundesregierung hier auch solche Leute bereit ist aufzunehmen. Ich bin vor allem gespannt auf deine Meinung. Bei uns zeigen sie immer nur die Raketeneinschläge und zeigen gar nicht die schönen Bilder aus Odessa. Und ja, Odessa ist anscheinend eine sehr schöne Stadt. Ich hoffe, wenn sie diesen Krieg beendet haben, dass von dieser Stadt noch was da ist. Denn die würde ich mir durchaus gerne mal anschauen. Am Schwarzen Meer bin ich noch nicht gewesen. Bist du schon da gewesen? Lass mal einen Kommentar da, abonniere diesen Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal und verpasst du keines meiner zukünftigen Videos. In der Zukunft werde ich euch mal vorrechnen, was es uns kostet, wenn wir die Ukraine jetzt zeitnah in die EU aufnehmen. Damit sage ich Tschüss, bis bald.